Hallo, hier ist Sandra von Bibilonias kreative Welt. In meinem ersten Tutorial zeige ich euch heute, wie ihr ein Mini-Album machen könnt mit einer Ringmechanik. Das ist so eine Mechanik, wie es ganz normal auch in unseren Büroordnern drinnen ist. Und zwar erkläre ich euch, wie ihr das Papier kaschieren könnt, wie ihr die Gelenke macht, mit Buchbinderleinen, den Rücken gestalten und wie man die Ringmechanik einmontiert. Als erstes zeige ich euch einmal das Material und das Werkzeug, das ihr benötigt. Das wären zum einen einmal ist das Graupappe. Ich verwende am liebsten die 1,5 mm starke. Es geht aber genauso gut mit 1 mm oder 2 mm dicken Karton. Dann braucht ihr ein Buchbinderleinen. Da habe ich immer Stücke, die sind 10 cm breit und 50 cm lang. Damit kann man eigentlich das meisten Projekte machen. Dann eine Ringmechanik und Doppelhohlnieten zum Befestigen. Dann braucht ihr einen Kaschierleim oder Buchbinderleim. Ganz praktisch sind diese kleinen Fläschchen, weil die haben da vorne, da dreht man das Ventil auf und da hat man dann gleich eine Spachtel drauf. Ich verwende aber ganz gern auch einen ganz normalen Buchbinderleim in der großen Dose mit einem Pinsel und praktisch ist auch etwas, um den Pinsel abzulegen. Dann wichtig ist auch ein alter Stofffetzen. Stofffetzen deshalb, weil wir zwischendurch die Arbeitsunterlage säubern müssen von eventuell Kleberresten und da würden sich so Stofftücheln zerfutzeln und das biegt dann überall, das ist unpraktisch. Dann wichtig ein Falzbein, verschiedene Scheren oder Stanley-Messer. Dann ein Eckenrunder, das zeige ich euch, muss nicht sein, aber wer es will, dann eventuell einen kleinen runden Stanzer. Ein Eyelet-Setzer, ein bisschen Schmierpapier und natürlich Papier. Und ich habe mir da schon was rausgesucht. Also das sind die Papiere, die ich verwenden will. Die haben jetzt ein Glitter drauf. Für Anfänger würde ich aber empfehlen, Papier ohne Glitter zu nehmen, weil das an den Kanten nicht so gut spricht. Für so ein Mini-Album braucht ihr immer drei Teile, und zwar einen Deckel, eine Rückseite und so einen Streifen für den Rücken. Ich habe die Maße in dem Fall so geplant, dass ich 6x6 Inch Seiten hineinbekomme, also dass ich ein bisschen Papier sparen kann. Und an den Rand wollte ich noch so Index-Tabs setzen, darum brauche ich da ein bisschen mehr Platz auf der Seite. Man muss auch einberechnen den Durchmesser der Ringmechanik, dass das hier nicht raussteht. Ich hoffe, das sieht man von oben. Und was man noch beachten muss, vor allem wenn man was macht, was länger und quer ist. Je länger die Innenseiten sind, desto weiter hängen sie runter. Also das sieht man da und das sollte halt dann unten nicht rausstehen. Also wenn die Seiten länger sind, muss man auch das Cover höher machen dann in dem Fall. Aber für dieses Büchlein, wo die Innenseiten 6x6 Inch sind und noch so 1,5 cm Index raussteht, habe ich Deckel und Rücken mit jeweils 19 x 16,5 cm, also 19 cm in der Breite und 16,5 cm in der Höhe, zweimal das Ganze, und diesen Streifen 16,5 cm in der Höhe und 3,5 cm in der Breite. Und die Breite brauche ich deshalb, weil meine Ringmechanik 30 mm im Ringdurchmesser ist. Also da muss man aufpassen, wenn man nämlich zum Beispiel einen zu schmalen Rücken, eine zu große Ringmechanik hat, dann steht einem dann der Ordner so auf und das ist meistens nicht schön. Gut, dann zeige ich euch mal, wie man eine Graupappe kaschiert. Ich fange normalerweise mit der Rückseite an. Da habe ich dieses Papier ausgewählt und da brauche ich einfach nur
die Graupappe mal drauf kaschieren, also natürlich auf der Rückseite, und dann umschlagen. Und dann kann man noch, also wenn man ein bestimmt, also dieses Papier hat ja in dem Sinn kein gerichtetes Muster, aber wenn ich jetzt ein Muster haben will oder so ein Papier habe und ich will jetzt einen bestimmten Teil davon auf dem Cover haben und ich weiß jetzt nicht, weil hinten hat das Papier nicht das gleiche Muster und ich weiß nicht genau, wo es hin soll, dann kann ich mir das so ausmessen, dass ich das vorne richtig auflege. Dann nehme ich mir eine Prickelnadel oder halt etwas Spitzes oder eine Nähnadel, dann mache ich hier an den Ecken Markierungen und wenn ich dann das Papier umdrehe, dann kann ich hier genau spüren, wo ich durchgestochen habe und dann weiß ich genau, wo ich das Papier aufkleben muss, damit ich dann vorne den richtigen Ausschnitt habe. Aber ich verwende ja ein anderes, darum lege ich das auf die Seite. Ich kaschiere immer die Pappe ein, weil Papier wird ja, wenn es feucht wird, wälzt sich's und gerade der Buchbinderleim hat natürlich ein gewissen Grad an Feuchtigkeit. Und wenn das Papier mal gewellt ist, dann ist es unheimlich schwierig, das schön genau aufzusetzen. So, das reicht eigentlich schon. Ich sage immer, auftragen nicht zu viel und nicht zu wenig. Also das Pinsel sollte quasi nicht drüber quietschen. So, jetzt habe ich da die Pappe und ich überlege mir, dass ich das so aufklebe. Ich mache es umgekehrt, dann ist es einfacher. Dazu muss man eben jetzt da reinigen, damit nicht das Papier an der Arbeitsunterlage anklebt. Und ich klebe das einfach hier auf. Ganz wichtig, es sollte rundherum ein Rand bleiben von 1,5 bis 2 cm. Ich kann jetzt da mit einer sauberen Stelle von dem Tuch kann ich das Papier anreiben. Und dann schneide ich das überstehende Papier weg. Wer das möchte, kann es mit Lineal machen. Ich mache das eigentlich immer so, weil das verschwindet sowieso in der Gegenkaschierung und kostet nicht so viel Zeit. So, der nächste Schritt ist, dass ich das Papier rille. Und zwar fahre ich da einfach mit einem Falzbein einmal mit leichtem Druck in der Kante entlang. Und dann kann ich das schon schön einmal vorbiegen. Das Papier ist jetzt noch steif, aber es wird sich dann noch ändern, wenn wir wieder ein Buchbinderleim auftragen. Aber zuerst muss ich noch die Ecken schneiden. Und zwar, also nicht im 45-Grad-Winkel abschneiden, sondern man kann sich da behelfen, indem man einmal ein Eck ausschneidet. Und zwar sollte dieser Abstand, ich zeige das einmal besser noch. Der Abstand zwischen Graupappe und dem Eck sollte ungefähr so viel betragen, wie die Graupappe dick ist. Und wenn ich einmal das Quadrat das ausgeschnitten habe, dann kann ich noch ein bisschen wegschneiden. Aber nicht im 45-Grad-Winkel. Also das sollten immer wehen. Insgesamt sollte es keine gerade Linie sein. Und das mache ich jetzt rundherum. Der Sinn ist folgender, und zwar, wenn ich hier zu viel weggeschnitten habe und ich schlage das dann um, dann fängt das hier an, dass die Graupappe, ein Streifen Graupappe sieht man dann durch. Das ist nicht schön. So, und jetzt geht's weiter. Ich mache einfach, ohne großartiges Tamtam, streiche ich da
alle vier Kanten nochmal an. Also da muss ich gar nicht viel ausmessen oder muss auch nicht sehr genau arbeiten. Und jetzt wird auch das Papier weicher, wenn es mal feucht ist. Und jetzt kann ich das hier an umkleben mal. Da habe ich jetzt einen Batzen drauf gemacht. Oder ich kann es auch mit dem Falzbein festkleben. Das Papier ist relativ dick, darum sperrt sich es ein bisschen. Mache ich jetzt an allen vier Seiten einfach einmal herum. So, das reicht einmal fürs Erste. Das heißt, ich habe meinen Rücken schon mal kaschiert. Also das wird da hinkommen. So, wenn jetzt eine dünnere Pappe oder je dünner die Pappe ist, desto stärker wird sich das jetzt wellen. Also das ist gerade relativ, ich habe auch nicht sehr viel Kaschierleim verwendet. Aber man sieht, da biegt sich es ein bisschen, aber das macht nichts. Also wenn jetzt die zweite Seite gegen kaschieren. Das heißt, es wird hier auch feucht und dann gleicht sich das aus und wenn es trocknet, dann wird die Pappe wieder schön gerade. Und falls man das Gefühl hat, das klappt gar nicht oder es könnte sein, dass das nicht glatt wird, dann sollte man es zwischen ein paar Papiertüchern legen und unter ein dickes Buch zum Beispiel dann und dort trocknen lassen und dann wird auf jeden Fall die Pappe wieder gerade. So, zum Gegenkaschieren mache ich das jetzt folgendermaßen. Ich habe da innen, will ich ein Papier gegenkaschieren, da muss ich mir die richtige Größe erst machen. Also das zeichne ich mir an. Jetzt entscheide ich, will einen ganz schmalen Rahmen hier haben. Man kann das auch so machen, dass das breiter ist. Dann muss ich halt die Markierungen entsprechend weiter drinnen machen. Aber ich habe gern einen schmalen Rahmen. Schneide ich mir das Papier zurecht. So, wo war das? Da ist die Markierung. Und zwar, da ist die zweite Markierung. Einmal. Entschuldigung, das spiegelt so, dass ich genau schauen muss, wo meine Markierung ist. Ich glaube, das war sie. So, das passt genau daher. Und jetzt kommt der Eckenrunde zum Einsatz, wenn man das möchte. Dann kann man sich die Eckenrunden, mir gefällt das gut, darum mache ich es eigentlich immer. Wobei das ganz egal ist, ob man da einen Eckenrunder mit einem kleinen Durchmesser nimmt oder mit einem großen. So, und das wird jetzt da drauf geklebt.